Leute, wundert euch nicht, falls ich ein bisschen depressiv klinge. Ja, du hattest eine anstrengende Woche hinter dir. Naja. Just Wayne, es laggt, aber lasst euch davon nicht irritieren, Leute. Bei mir laggt's auch nicht. Nur bei mir laggt's immer. Na, Leute, schätzt doch mal, wer gewinnt. Ich wäre jetzt beinahe ins Ziel. Ja, ich wäre auch schon ein paar Mal fast reingefallen. Was? Warum baut er nicht mehr ab? Ich habe irgendwie in dem Let's Show, das du aufgenommen hast, hat sich das so angehört, als würdest du ständig nur klicken. Ich klicke aber nicht, ich halt gedrückt. Ja, ich ja auch. Fuck. Aber ich glaube, früher habe ich. Yeah! I am the fucking winner of this fucking match. You fuck your jetzt mother. Geht's mir gleich viel besser. Hallo, na? Katie's Beef Arena habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Nicht? Nicht, die müssen erst richtig zeigen. Nein, wir filmen das jetzt nicht. Ja, komm hoch, Junge. Ich bin oben. Achso. Na gut, dann. Fuck. So. Okay, hier seht ihr, das ist übrigens das erste Show. das erste Show, das auf deinem Kanal aufgenommen wird vom neuen Server. Nom 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 hat er gemacht. Ich lösche mal meine Death-Points. Und hier seht ihr unsere Spleef-Arena, unsere neue. Viel größer, viel schöner, viel bunter, viel. Viel gecheateter. Schwarz-rot, das heißt in Clubfarben, also nicht in Frankfurt. Viel gecheateter. Wohl wie gesagt, hier steht ein Mega Man rum. Ja, hier steht ein Mega Man rum. Der ist voll nicht blau. Und der sagt auch nichts. Normalerweise stehen hier viel mehr NPCs rum, aber die haben. Keine Ahnung, wie die einfach, die sind einfach verschwunden irgendwann. Die haben sich einfach mal gedacht, fickt euch und ja, sind einfach mal abgehauen. Der spielt öfter mal wieder rum, der schiebt auch ein paar Blöcke einfach durch die Gegend. Ja, keine Ahnung warum. Ist in letzter Zeit so. Ja, und Mega Man hat auch was gesagt eigentlich, aber. Hat gesagt, I'm also known as the Blue Bomber. Und hat gesagt, dass Mega Man 7 suckt. Und 8 auch. 1 ist Classic und 3 und 2 sind Awesome Games. Und naja. In den letzten beiden Tagen konnte ich irgendwie Mega Man 3 nicht ganz durchspielen. Nicht? Wo gehen wir ich lang? Ich hatte dann immer keine Lust mehr. Komm, folge mir. Okay, wir folgen einfach dem Jay. Er ist jetzt der Führer. Ich bin euer Führer. Du kannst ihn nicht richtig nachmachen. Mein Ausbildungsleiter-Typi-Dingens, wie auch immer man den nennt, hat, jetzt gerade will ich den auch nicht unbedingt nachmachen. Der hat irgendwie, also der hat auch, der ist auch, und der spricht so. Ja, der spricht wie der böse Führer. Der Schattenberg, das rechte Koronen. Irgendwie lagst du bei mir total. Der Todesberg, das rechte Koronen. Da runter willst du zuerst, guckt, nimmt einen tiefen Einblick. Was, ich kann nicht darauf essen? Ja, bist du voll? Oh, jetzt, warum bin ich voll? Ich hatte doch gerade ich glaube, ich hatte ein Herz weg. Ich habe mich verschaut. Wo bist du? Hier ist eine Glaskuppel aus Tiefstem. Da gehen wir jetzt rein, ins Tiefste. Gebaut von mir. Toasty hat mir beim Wasser wegmachen geholfen. Toasty helped. Ja, aber eigentlich nur beim Wasser wegmachen. Hier haben wir eine Tauschbörse. Also man kann hier Zeugs verkaufen. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier 64 mal Dreck, ja. Ich drücke hier einmal da und ihr soll 32 Dirt. Du hast einen Shop für $10. Jetzt habe ich $10 mehr, jetzt habe ich $20 mehr. Bla, ja, wir haben Economy drauf. Economy, nicht Economy, oder? Ich weiß nicht. Naja. Economy. Das haben wir drauf. Economy, ist ja auch egal. Ach ja, ein paar NPCs sind ja verschwunden, hast du gesagt. Nein, die sind in der. In der Spoilerstadt verschwunden. Aber ach die ja, hab bei ich Pongy muss ich was ändern. Was sagt denn Pongy noch? Ja, ich hätte auch noch. Fuck. Ich hätte auch noch einen Haufen zu adden. Sekunde, ist gerade sehr geleckt. So, was sagt denn Pongy? Moin, moin, hallo und herzlich willkommen. Diamant. Ach nein, weißt du was? Ich muss doch ihn einfach nur den Namen changen. NPC. Rename. Pongy. Epic Telephone. Bitte. Bis gleich. Bitte. Also Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Der Dark Mistress, der hat... Was hast du... Ach, zum Ficken, du bist so ein Idiot.
Warum? Weil ich so sage. Mein Gott. Was ist daran so schwer zu verstehen? Du spoilerst das Ganze so jetzt also. Wir haben jetzt hier Boundary. Ja, da wird mit einem kleinen P geschrieben. Aber wir haben NPCs und die NPCs, man nennt sie, wie man möchte. Und sollte es diesen Namen schon geben in der Minecraft-Welt und jemand hat, jemand hat einen Skin, dann wird der Skin übernommen. Wie zum Beispiel Bungie. Ja, von dem ich den Spruch... Also, die NPCs haben mir auch ein paar Sprüche zugefügt, wie Diamant! Wenn Podium ausrastet, wenn er jemand findet, oder das Hallo aus seinem Portal... Playthrough. Euer Pawn, ciao, ciao. Ja, das ist ein bisschen geklaut von ihm, falls... Also, nein, er hat das natürlich von mir geklaut, aber... nein, also ich sag immer, euer Toasty, ciao. Und er sagt, euer Pawn, ciao, ciao. Und... Ich sag das halt ein bisschen anders, aber mir war das gar nicht bewusst damals, dass ich das von ihm so übernommen habe. Egal. Was dann? Moin, moin, hallo, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Episode Minecraft. Let's show. Und da ist Wulnona. Ja, und hier haben wir, da muss ich extra einen Mob-Spawner dafür suchen. Wofür? Ja, für sein Haus. Achso. Übrigens, den dummen Namen, den habt ihr Jay zu verdanken, weil... Wulnona? Wulnona. Oh Mann, ja, verkauft, Tierdrops. Wolle, ich fand den genial. Gehen wir zuerst zum Mitchell? Wir gehen zum Mitchell. Da unten gibt's Nether-Sachen zu verkaufen und da ist der Mitchell 88 drin. Stuhlgang! Was sagt er dann noch so? Und er sagt gar nichts mehr. Stuhlbuck. Also, Mitchell ist aus dem Minecraft Together von... Ja. Sips LP. Ich bin der Mitchell Mann, der und bin ich hier. Elektrik. Ich schaff's nicht, dass ich einen Stein und an der Wand drehe. Nein, an der Wand im Kreis. Penis? Das liegt aber am Server. Das liegt anscheinend an Bucket. Ich bin fast nie beim Zucker. Das haben die neulich gesagt, das liegt am Server. Was denn? Dass sich das nicht richtig dreht. Das war bei mir ja auch so. Hm. Oder dass das dann nach einer Zeit lang aufhört, auf jeden Fall. Gehen wir zu TrueMG. Ich verstehe nicht, warum er in einem Clayhouse wohnt, aber egal. Ja, weil der... Guck, Diamond Twister! Psst. Früher hatte TrueMG nicht so ein Oberteil. Sein Oberteil war früher auch so rot. Und in meinem Texturen... Fuck, ist der Clay auch so braun und nicht grau wie ein Diamond. Hallo, ne? Dann passt das irgendwie. Hallo, ne? Okay, er verkauft Clay. Schwimmke. Und Clay Bricks, also nicht Clay Bricks, also Ziegelsteine. Nicht die Ziegelsteinblöcke, sondern die Ziegelsteine, die normalen. Kosten genauso viel, allerdings kriegt man für das gleiche Geld mehr Clay, 32 mehr Clay als Ziegel, weil, ich meine, muss ja auch Kohlekosten mit drin und so, ne? Klar, muss ja gebrannt werden. Alles Trim genau Game. Von mir überlegt. Zum Holztypi gehen wir noch nicht rein. Wow, so awesome. Ich muss mir mich angewöhnen. Ich muss mir angewöhnen, F1 zu drücken, damit man hier nicht gespoilt. Oh, hier ist Bussi. Scheiß. Auf Glastisch von Rollerscheiß und naja, da halt oben ein paar Sprüche. Ich habe gar nichts zu verkaufen. Ich habe ein Regal mit verschiedenen Biersorten. Der arme Bussi. Bussi ist übrigens hier, weil er vom Beruf Stahlwerk-Heini ist. Genau, Fress. Furz. Eierstöcke. Kennst du Dietmar? Nein, Dietmar kenn ich nicht. Popst du den Boden? Dietmar ist so hier. Und hier, wenn man da reinspringt, dann passiert was Schönes. Nein! Hey! Geht das überhaupt, wenn du draufstehst? Ja, ich will es gar nicht ausprobieren. Du kannst so... Nein, wir können keinen God-Mode machen. Okay, gehen wir zum Holztypi oder bist du zuerst zum Notch? Wir gehen zu Dietmar fucking Schwartz. Dietmar fucking Schwartz? Gefällig, was ist das? Das gibt's nicht mehr in Craft? Also, das geht nicht. Warum? Keine Ahnung, warum ich geht nicht geschenkt. Dr. Boer sieht Dietmar fucking Schwartz, man. Und mehr Sprüche hat er auch nicht. Er verkauft Nahrungsmittel. Yay, und da oben. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was machst du? Du bist so ein. Ich wollte dir die Farm zeigen. Nichts mit Farm, ey. Ich wollte gerade was Episches sagen und zeigen und. Du unterbrichst das einfach. Er hat das Cape, das sieht ziemlich genial aus. Hallo, na? Ich glaube, er versteht mich nicht. Hallo, na? Hallo, na? Hooray, vor Schlüssel, den Playboy, den werden wir ganz schnell in meiner Tasche stecken.
Was immer das bedeutet. Ja, es ist von Darkest Journey. Sandglas und Sandstone. Bei Darkest Journey hat er einen Jab, der andere Typ von Minecraft. Die haben die Standardsprüche. Und jetzt gehen wir zum Steinzeugs. Ja, da gibt es Steinzeugs. Oh und mein da ist, Gott. Da ist Grund drin. Ich werd bekloppt. Kohle, Kohle, Kohle. Der neue Spiel. Pipikaka, ich weiß, die verdammten Assis. Boah, wie ich die gehasst habe. Ich werd bekloppt. Bla. Ach du Scheiße. Und Kohle, Kohle, Kohle. Und die verkaufen Bricks. Und darunter geht's zu Alfred Nobel, der das TNT anstarrt. Ja, jetzt starrt er mich an, aber normalerweise starrt er das TNT an. Über den haben wir Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen gestellt hängt. Und der ist übrigens KLOK. Er wacht über dieses TNT, er ist KLOK, er fragt, was ist denn, und er sagt, dass wir ihn einfach in Ruhe lassen. Pass auf, die kommen! Ich werde jetzt mal durchgehen, ja, Leute? Also hier steht ein Bett. Bist du blind? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist der schlimmste Spruch gekommen. Nein, und selbst wenn, keine Ahnung, ich habe F1. Ja. Yeah. Hey, cool. Gronks Miele arbeiten XX Civil XX, falls ihr den nicht kennt, das ist irgend so ein Typ, der... Weißt du, was auf meinem Bett drauf gemalt ist? Mein Logo, aber es ist total verpixelt. Schön. XX Civil XX, der Mario Kart Wii Let's Play. Ich arbeite für Gronk, welche Ehre. Ja, und Gronk ist ihr großer, böser, großer, lieber Boss. Und ja, sie arbeiten für ihn. XXXX und Sarasa LP, mehr habe ich noch nie hinzugefügt. Ich hoffe, der Spruch ist jetzt verschwunden. Ja, wir haben auch nichts gegen. Ist ja klar. Nein, also keine Sorge. Ist ja total ernst gemeint. Ich setze da keine drei Punkte dahinter, sondern Ausrufezeichen. Aber wir haben nichts gegen. Jetzt müssen wir zum. Ach, da müssen wir nicht reinkommen. Doch, doch. Lunda? Okay, hier drin ist Multiraza. Falls ihr den nicht kennt, das ist der Typi, der. Bei den Amnesia ja, dabei zum war. Beispiel. Was? Also, das was ist so eine Anspielung auf. Weil früher, wir waren halt in einer Klasse, Real Life und bla. Und er hat immer was gesagt, wenn irgendwas sich. Der Spruch wird gerade rauszensiert, also falls ihr den seht, naja. Was für eine Scheißgrafik. Was, du hast Minecraft gekauft? mittelmäßig, ja, mittelmäßig sagt er einfach so bei. Ach, das sind so Insider, ja, aber er guckt das hier eh nicht an, also ist das egal. Wahrscheinlich guckt er sich das dann an. Dann hasst er dich dein Leben lang. Der hasst dich sowieso schon, also ist das scheißegal. Wir haben uns schon immer gedacht, also brauche ich den Spruch gar nicht zensieren. Also, mein Haus brauchen wir nicht zensieren. Es ist Nacht draußen. Ich mach mal Batsche. Hab ich schon gemacht, tut mir leid. Ich habe 136 Mobs gekillt, haha. So, sein Haus zeigt hier. Nein. Ich meine, gut, aber wir hatten noch kein Let's Show. Ich habe 87 gekillt. Also, ja. Stimmt, wir haben noch kein Let's Show gemacht, das heißt, wir müssen. Nein, hier zeigen. Ist das Haus, so, wir haben es gezeigt. Weiter geht's. Nächste Station. Wir können es doch nochmal von vorne zeigen. Nein, wir gehen jetzt zur U-Bahn zurück. Also, Leute, wir haben auch eine U-Bahn auf diesem Server. Wer hätte es gedacht? Eigentlich diesmal ein Hauptverkehrszeugs, weil überirdisch, keine Ahnung, in dieser Berglandschaft ist es ein bisschen doof. Deswegen alles unterirdisch. Bla. Ficken. Och, Junge. Du bist so doof. Zeig das jetzt. So. Nein, ich weiß, was er jetzt macht. Weg. Du so, ja, das ist sein Haus. Ihr habt schon gesehen, mein Gott, in dem Lichtlatschau. Also. Puh. Ich würde die Kamera nochmal drauf halten. Und da hinten ist unsere Castlevania-Wand. Ja, Also in meinem Texturen-Fuck ist auch die, ist auch der Zaun rot. Schön, also hier, ja, Castlevania-Wand hat er versucht nachzubauen. Ich sehe da zwar kein Castlevania drin, aber egal. Die sind zu aus. Na gut, sie ist vereinfacht, weil, das geht nicht so richtig. Dann das würde riesig werden. Natürlich würde es das. Hey! Das war mir. Hey! Irgendwie. Hey! Guck mal weg. Guck Junge. Mal. Jetzt lass mich doch zuerst. Wie er halt einmal so egoistisch. Ich zuerst! Ja, U2 unter Wasserkuppel, hier geht's zum Bahnhof und da geht's zu Under Construction. Also das ist ein sehr, sehr großes Bauprojekt Under Construction, ja, ja. Und ich wiederhole überhaupt ja, nicht ja, den Witz, große. Den ich schon in der ersten Aufnahme. ach, egal. Welchen Witz hast du denn gemacht? Oh Gott, das sind Skorpions. Wo denn? Ja, auf dem Weg. Das fährt ja durch ihn so. Ja, aber der ist ausgeleuchtet. Ja, aber da war ein Skorpion. Oh, mein. F-
fucking God. Naja, passiert. So, weiter geht's. Das ist der Bahnhof, der Hauptbahnhof unter Wasserkoppel, bla. Ach Junge, musst du denn spoilern? Du bist so ein Scheiß. Hat man das sowieso schon im Nicht-Show? Nein. Hä? Nein, da gab's doch kein. Das Ganze. Nein! Dumm? Ach stimmt, dann. Ja, ich erinnere mich gerade an das Let's Show, dann piept das einfach. Also ihr habt das vorher im Gespräch gerade nicht mitbekommen. Hier ist. Ja, weil wir haben das Let's Show schon mal aufgenommen. So, nächster geht's zu einer Construction, also auch ein sehr großes Bauprojekt, nicht das gleiche. Der Toast war dumm. Hä, warum geht das nicht auf? Wo bist du denn? Ja, bei dem NPC. Pech. Hey, jetzt geht's ich möchte euch hier nur zeigen, hier geht's zum Cobblestone-Pfad, zeigen wir euch dann auch. Haben wir den schon nicht schon gezeigt? Ja. Ich stehe jetzt hier vor so einem NPC rum, ja. Und der guckt mich jetzt guckt er den Jay an. Jetzt guckt er mich an, jetzt guckt er wieder Jay. Egal, lassen wir es. Hallo, na? Ich glaube, er kennt mich. Okay. Lassen wir das Geheimnis offenbaren. Ich drücke gleich F1. Dam, da 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 da. Hallo. Ja, wir haben dich hier eingebunden. Einfach so, weil wir es können. Weil ich es kann. Ich habe dich eingebunden. Nicht der Jay. Der Jay wird's aber nicht machen. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr. Punkt. Du, wenn du daneben stehst, dann kommen die Gespräche nicht. Und genau den Spruch wollte ich euch zeigen. Da steht Jay und Toasty, danke dir für deine regelmäßigen Kommentare, bla bla bla. Ja, ja. Toasty hat übrigens heute in einem Familienduell-Pod geschrieben, mir geht's gut. Und ja, Toast? Dann kannst du ja gleich mal sagen, mir geht's nicht gut. Ich mag One Piece. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Microsoft LP würdet. Hallo ich, hallo ihr XD, lachendes Face. Was aber nie passieren kann. Saddest Face, Hust. Weitermachen wir nicht. Ihr könnt euch ja, er kann sich ja denken, was da kommt. Da kommen noch zwei Buchstaben, ja, ja. Und ja, Alma ist klein und niedlich, das wissen wir. Hier haben wir ein Nessa-Portal. Also, lag gerade, Entschuldigung. Moment, wir haben den Bahnhof noch gar nicht fertig gezeigt, Junge. Du bist immer zu schnell. Aber das hast du doch schon. Nein, hab ich noch nicht! Ach stimmt, wegen dem Anhang, der dann weggingen, ja, der Anhang kommt noch der Nether. Den hast du auch gezeigt? Hä? Den Nether habe ich ja auch gezeigt, ja. Wir zeigen in diesem Let's Show nicht den Nether. Der kam im Anhang. Kommt im Anhang, ist im Anhang, sagen wir mal so. Blub, blub. Keine Ahnung, warum hier so ein Loch ist. Also hier ist die, ja, die Over-der-Erde-Gleisstrecke. Zwei Stück davon. Und ja, that's pretty much it. Da hinten ist ein großer Sandpenis, den hat Jay gebaut zur Orientierung, weil er so orientierungslos ist. Und trotzdem kommt er. Bin ich auch. Das denkst du, warum ich nicht. Ah, hier sind auch wieder zwei Löcher von der Wand her. Das denke ich mal kommt durch diese Chunk-Filler, weil der einfach mal Blöcke versetzt. Ich verstehe nicht warum, aber. Ach, jetzt habe ich nicht mal Permission, mich zu supporten. Und hier ist ein kleiner Aufenthaltsraum, den habe ich glaube ich schon im Nicht-Show gezeigt. Jetzt sehe ich Hallo, dich. Na. Ich seh dann was jetzt müssen wir noch zeigen? Das Nether-Portal. Das Nether-Portal müssen wir zeigen, aber wir gehen nicht in den Nether. Hier ist das Nether-Portal, das war schon. Moment, wir gehen von. Nein, den Weg gehen wir noch nicht. Wir gehen wie ich will. Junge. Ja, wir gehen jetzt da rechts. So, hier gehen wir von da aus in meine Hüttelchen rein. New Craft Bucket Build 1337 available. Restart the server to download jetzt nicht. Zeigen wir auch mein Haus nur? Ja, können wir nochmal. Habe ich das überhaupt schon gezeigt? Hier ist eine Pistenkreation. Blab. Zeigen. Also. Wollen wir nicht dein Haus erst dann zeigen, wenn wir dann hier durchgehen? Ja, eigentlich dumm gemacht. Ja, aber egal. Kisten und hier das Geheimzeugs kennt ihr ja schon. So. Blarks. Wo sind meine ganzen Bilder? Sind ich habe auch. Meine ganzen fucking Bilder sind weg. Wer hat meine Bilder geklaut? All meine Bilder sind weg durch diesen scheiß Junkfehler. Oh Gott. Ach mein Gott. Ich weiß nicht, warum der Server Blöcke versetzt, aber da schwebt. Seht ihr das unter der Splitfer-Arena da? Da schwebt ein Block. Ja, und der Park ist jetzt sau unawesome.
Ja, der ist auch komplett, ich weiß nicht, was durch einen Chunkfehler abgebrannt. Ja, der ist da durch den Chunkfehler. Da wurde dann Lava reingemacht. Da war plötzlich Lava im Park und alles. Ja, der Server ist total gefuckt ab einmal. Warum ist hier ein Bild? Hast du das hingesetzt? Moment. Du hast doch auch planlos Bilder gesetzt. Wo denn? Sag mal her, wo du bist. Hier die ganze Reihe da. Ich bin bei meinem Baumhaus, hier die ganze Reihe. Achso, ja, mir war langweilig. Epic Joy Arcade, dreckig Griefer. Da ist Baumhaus. Pretty much nothing special. Warum benutze ich englische Wörter? Vielleicht denke ich, ich wäre cool oder komme ich cool rüber. Keine Ahnung, du sagst, du benutzt auf jeden Fall die ganze Zeit englische Wörter. Egal, bist du da? Nein. Komm, gehen wir in dein Haus. Da waren wir schon. Hier, ja, sein Baum ist total unspektakulär und Junge! Ja, ich überlege gerade. Ja, du nicht überlegen auf einer Leiter. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Das ist so. Ich zeige dir noch schnell den Kapitelumfang. Die Geschichte der Pilze kennt ihr ja. Weil hier. Wenn nicht, dann guckt das letzte nicht schon. Genau, hier ist ja ein Bahnhof. Also der eine. Moment mal. Och, ja, mein Gott. Wisst ihr, das ist schlimm mit ihm, echt. Ich muss denn bloß wieder husten. Ja, nix husten hier, Bahnhof. Ich nehme mal einen von meinen komischen Bonbons. Ja, nicht während des Shows hier so, Bahnhof. Also U1, bla, überhaupt. Ih, die sind zuckerfrei. Oh, das tut mir leid. Oh mein Gott, was hat der gegen zuckerfreie Bonbons? Ich verstehe nicht. Leute, habt ihr was gegen zuckerfreie Bonbons? Felix will haben. Was ist daran? Ja, was ist an zuckerfreien Bonbons so schlimm? Die meisten schmecken besser als irgendwelche übergezuckerten Bonbons. Ricola Kräuterzucker. Ja, genau. Der Toss, der hat neulich gesagt. Fail. Ich bin auch so einer, der. Oh, Leute. Wisst ihr, was ist so schlimm mit ihm? Man kann mit ihm keine Shows machen, weil er die Qualität runterzieht. Ja, genau so ist es. Und wenn er das jetzt nicht mitgekriegt hat, dann wird er das ja spätestens im Video mitkriegen. Und weißt du, was er dann schreiben wird? Dann wird er schreiben, fick dich! Oder freu dich! Oder sowas wird er dann schreiben. Hallo, ich habe überhaupt nicht von dir gesprochen gerade. Ja, das habe ich voll gemerkt, weil du bist ja auch so. Weiter benutzt das wie... Ja, dann wird er schreiben, fick dich oder freu dich. Vor allem freu dich ist ein Indikator dafür, dass du von mir geredet hast. Wo bist du hin? Meine Maus. So. Hallo, na? Fuck! Also, da bist du. Und seht ihr das? Seht ihr das? Ist das nicht cool? Oh mein Gott, das ist übrigens keine... Was habe ich hier gemacht? NPC-Stadt, die man so einfach so findet, die haben wir selbst gebaut. Aber ich habe mich... Dürfte es das irgendwie noch sagen? Und warum was willst du hier mit deinem Oft? Willst du es noch sagen, Junge? Oh mein Gott, das ist immer noch nicht gecheckt. Die alte Aufnahme wird es nie geben. Ja, er kommt, glaube ich, nicht damit klar. ja, das und ich habe mich... Ja, das ist dann alles... Das ist dann ich habe mich allerdings so ein bisschen an einem NPC-Dorf orientiert. Und hier, Contra. Ja, vor allem du aber. Bla, mein Kopf ist so ein Part. Ach ja, noch was, Leute. Hier hängen überall random Bilder. Machst du jetzt das mit dem Vorher nach? Ich glaube nicht, aber ich werde einfach sagen, ja, also hier erstmal Random Art inspiriert von Table Tennis Gamer. Okay. Das ist Random Art. Erinnert ihr euch noch an das Nicht-Show? Das behindert ihr der Weg. Erinnert ihr euch noch dran? Ich meine, schaut euch mal um hier. Ja? Man sieht man sieht die Blöcke vor lauter. Den Wald vor lauter Bäumen. Ja, genau. Ich meine, schaut euch das mal an hier. Ich kann auf die Bäume raufklettern und bin immer noch nicht. Hier, da wächst ein Baum. Hallo, ne? Ja, hallo. Ich spring mal rüber. Da wachsen Bäume auf den Bäumen. Ich meine, hallo. Guck mal, wer hier läuft. Wo kommt der Penner her? Alter, den musst du mal nachrennen. Die Strecke, die da läuft, ist so episch. Der läuft 60 Waypoints. Wo kommt der Penner her? Den hab ich innen gemacht. Also wie gesagt, hier laufen Bäume in den Bäumen. Laufen Bäume in den Bäumen. Hier kommst ist mein jetzt mal runter? Als ich hier, das letzte Mal, als ich irgendwann vor ein paar, einer Woche oder so, bin ich hier dann rein und bin gespawnt und dann dachte ich mir, was zur Hölle geht ab und ich konnte hier nicht durch, ohne ständig Blätter abzubrechen, also Blätter zu zerstören, sonst kam ich nicht. Hey, guck mal, das Auto vom Blaster Master.
Das ist Dreckshaus, hat einen anderen Eingang. Hier ist ein Gravelpfad zur Let's Player-Stadt. Das ist eine Let's Player-Stadt, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich mach mal F1, damit keiner irgendwie sieht, wer was ist. DK hat kein Bett und auch kein NPC. Also DK hat einen gar nichts. Also House und Table Tennis Gamer. Ich hab Atlantis. Fuck, sorry. Ich hab Atlantis gebaut. GLP ist gay. Und ja. GLP ist gay, nicht so verstehen, das ist von Together von Sips Table Tennis Gamer und Mitchell Park 225, ich glaube schon. Gay Blarks. Hallo, das ist mir gerade wieder passiert. Ja, Run of Memory. Sehr geehrter Herr Toast, hiermit bewerbe ich mich darum. Punkt, Punkt, Punkt. Darf ich auf dem Server mitspielen und mehr hat er nicht? Wir haben ihn hier einfach mal eingebaut, einfach so. Ja, wenn du deinen Skin änderst, dann ändert der sich hier auch, also. Ja, außer du hast eine gecrackte Version, ich weiß ja nicht. Er hat gar keine gecrackte Version, ich hab's doch für ihn gekauft. Ich hab ihm einen Key gekauft. Wachturm von Fokker, also da sollte eigentlich Fokker drin sein, ist er aber nicht. Aber schöne Brunnen, nicht aus Nürnberg Fokker, geklaut. Aber die können keine Leitern steigen und Fokker da rumzulaufen ist irgendwie dumm, weil ich immer nicht weiß, auf welchem Stock. Das ist Stockwerk. So fucked up, wenn wir dann später. Also hier ist looks like Link, lookt ja auch nach like Link. Hast du was zu essen? Warum? Weil ich Hunger habe. Danke. So. Hier wurde Emero. Ja, Emero haben wir auch eingebaut. Er hat ein ganz ordinäres Haus. Alter, Cookies belongs to me! Noteblocks, mannschaftliches Wasser. Wow. Hallo, hallo, hallo. Ja, Emero, ja. Und was? Skill, Leute, Skill. Also, wer sich übrigens. Das habe ich übrigens von Emero geklaut. Better than Boobs, Ausrufezeichen Plus. Was ist das denn? Om nom 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 nom. Okay, das war's. Hier so ein Haus und so, ne? Bilder von Mario und von Typis. Und die Inneneinrichtung ist total aus einem NPC-Dorf inspiriert. Nicht die Inneneinrichtung, ja. Das hier hab ich die gebaut. Die Inneneinrichtung gibt's in einem NPC-Dorf gar nicht, Junge. Die hab ich selbst eingerichtet. Nein, Quatsch. Ich hab das mit dem Haus von Table Tennis Gamer verletzt. Ja, da war das so. Sushimar und Alligator 10-24 wohnen hier natürlich in einem Haus. Das hab ich gebaut, deswegen ist es nicht von einem NPC-Dorf inspiriert. Ich glaube, ihr habt das magische Garn. Juhu! Was sagt er noch? Ich bin unglaublich tiefgründig. Ja, jetzt werde ich hier richtig laut. Bowser. Und ich keine Ahnung, warum nur Bowser sagt. Bis zum nächsten Mal, tschüss! Alligator. Ich weiß nicht, ob der wirklich so. Ich glaube nicht, dass er so heißt. Aber jedenfalls, das Alligator. Das sieht man aber in dem einen Video von Dönerbuden, Ali. Schön, jedenfalls hier ist Alligator 10-24. Wie man sagt, der hat Diamant gefunden. Sui hatte am Anfang eigentlich, nicht Sui, Jay hatte am Anfang eigentlich die Idee, die Betten hier nebeneinander zu stellen, um ein Doppelbett zu kreieren. Ja, aber da wussten wir auch noch nicht, wer da reinkommt. Ich wusste das von Anfang an, total. Tu doch mal deinen Kürbis runter, ich freue mich immer, wenn ich Meridian sehe. Nein, mein Kürbis gehört zu mir, der muss einfach aber sein. Das sieht so hässlich aus. Ja, weil bei dir der Kürbis kein Gesicht hat. Das hat damit nichts zu tun. Es geht mir einfach nur darum. In jedem anderen Texture Pack sogar. Es gibt kein Standard Texture Pack hat ein Gesicht. Es gibt kein awesomeneres Face als das Face von Red. Yay! Oh, hier habe ich mich gefreut. Den Moment diesen Videomoment werde ich mir in den nächsten Tagen immer reinziehen. Den werde ich mir irgendwie zusammenschneiden und dann werde ich ihn so in einer 10-Stunden-Loop machen. Ja, und hier stehen wir gerade vom. Ich zeig's schon seit ewigen Minuten jetzt. Ich stehe hier davor und bewege mich gar nicht aus von Funk GLP und Sips LP, der steht da. Und da ist Funk Royal! Awesome! In einem Samus-Skin ohne Titten. Aber egal. Hui! Mega, mein du Hurenkack! Rush, du Scheißköter! Warum höre ich keine Stimmen von oben? Das ist sehr ungewöhnt. Weil ich die anders rumlaufen lassen. Hunde. Die überschneiden sich jetzt nicht mehr so. Oh, wie süß. Ich möchte nur noch von Katzen reden. Katze? Ja, ich hab's auch was erraten. Ich habe keinen Plan. Schau mir lieber das Leben. Ich will keine Katze töten. Warum soll ich eine Katze töten? Ich bin ambivalent. Wir fanden das ironisch, hier Funk und GLP in einem Haus wohnen zu lassen. Ah, doch. Nein. Schlitz! Also, wir fanden das ziemlich ironisch. Und warum hier eine Ziegelwand ist, keine Ahnung. Hä? Was denn? Kannst du mich mal oppen, weil die sprechen irgendwie nicht mehr. Oh. Ja, sie sprechen nicht. Das ist. Die belong ja to me. Hey. So.
Ja, sie sprechen nicht. Tut mir leid, eigentlich haben sie... Talk. Warum hast du den Typen da? Oh Mann. Nein, Moment, muss ich NPC-Talk? Ja, NPC-Talk, das. Warum ich den Typen rein hab? Weil das Brüder sind. Ah, der ist weg jetzt. Komm. Jetzt, Mann, aber das sind doch Brüder, der muss hier noch rein. Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Der macht ja sowieso eigentlich nichts. So, jetzt wird die Textbox hier sehr zugespammt. Nee, obwohl eigentlich nur GLP und Sips. Sips sagt gar nichts. Ja, weil ich den noch machen muss. Magnifique. Nein! Was denn? Ich hab mich verschrieben. Oh, tut mir leid. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Es gab ein Mega-Lag. So. Es gab ein Mega-Lag, deswegen werden wir jetzt sowieso gleich aufhören. Dann musst du die aufbringen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich hab noch was zu zeigen. Oh, ficken. Außerdem fehlt noch das andere Haus. Hallo. Spiel, fang dich. Dankeschön. Okay, es geht. Wo bist du? Du Hurenkack. Hier. Wo hier? Hier im Haus. Ja, dann geh da raus. Okay. Hat sich gereimt. Ja, hier haben wir German Mafia und Freaky. War Freaky nicht weg? Ja, Freaky war weg. Der steht da, aber der hat keinen... Der hat... Alle seine Sprüche sind weg. Ja, weil... Das ist aber fucked up. Mega 9 ist awesome. Ich habe eine Wiimote im Garten und beerdigt und sowas. Naja. Das da unten ist so die Main Hall und hier oben haben wir dann Mirkos Zimmer, Freakys Zimmer und German Mafias Zimmer. Ja, schau mal an, wie groß die Zimmer von German Mafia und Freaky sind. Und Mirko hat ein ganzes Stockwerk. Und Mirko kriegt ein ganzes Stockwerk für sich allein. Nicht also. Parteiisch oder so. Nein, und übrigens von Jay gebaut. Oh Mann. Ja, hier ist Mirko. Takemoto! Moment, wir brauchen... Nein! Ich spiele AMS Spencer mit dem Arsch! Mach das. Welche Ehre, neben Frank zu wohnen. Und ich bin mal wieder viel zu stupide dafür. Japaner! Das könntest du alles einspielen. Frank ist der beste Player aller Zeiten. Ich bin eigentlich viel zu schlecht, um Mega Man zu spielen, aber ich mach's trotzdem. Der Chat, der ist mir viel lieber. Super Duper Hermann Power. Was haben sich die Ersteller dieses Spiels so dabei gedacht? Nee, echt. Verdammt, ich hab schon wieder Schluck auf. Mega Man 2 ist der beste Teil der Reihe. Die dumme Sau hat Facebook! Ichikawa! Okay. Ja, jetzt habe ich ein paar Sprüche, die ich eventuell einschneiden werde, aber völlig auch nicht. Dafür bist du zu unprofessionell. Ja, eben, und viel zu faul. So, was wolltest du noch zeigen? Komm das mal hier. So. Guck, da ist mein Leuchtturm. Ja. Und Tossi, egal was du machst, spring nicht in den Brunnen. Eine Sekunde. Den Leuchtturm. Den haben wir uns schon an. Warum zeigen wir den überhaupt? Egal. Egal was du machst, spring nicht in den Brunnen. Mach ich auch nicht. Hallo? Dumm oder so? Geh weiter runter. Hallo, geh weiter runter. Geh weiter runter. Ich schwöre. Junge. Fuck, ich komm nicht rein. Nein! Fuck, ich wollte dich jetzt noch de-oppen. Ultrageheimer Ort von Jay. Ja, keine Ahnung. Runter. Was ist. Okay. Ja, geh doch. Mein Gott, du musst mir die Führung geben. Führer. Ein Dispenser mit Minecraft. Nein, nein. Okay. Fuck. Oh doch. Man merkt sofort, dass die Minecraft-Strecke von mir ist. Oh ja, aber mein wirklich. Gott. Also, man hier sieht hier... Steckt noch ein altes Minecraft drin. Ach, Junge. Junge, mein Minecraft fährt weg und du bist schuld. Ja. So dumm, ey. Wer baut so enge Dinge, ohne die Wand richtig auszubauen? Das bleibt man in der Wand stecken und nimmt Schaden. Ja, aber das geht ja noch. Das ist Absicht. Damit so dumm, ey. So dumm. Er ist so dumm, wirklich. Und dann die Redstone-Fackel, der ist viel zu unprofessionell. Und was macht er? Nein, er platziert die Redstone-Fackel natürlich nicht unter den Tracks. Nein, er muss sie natürlich genau sichtbar über den Tracks platzieren. Ja, das sieht cool aus. So, was ist das hier? So eine Mining-Station oder was? Nein, das ist einfach nur eine Geheimstation. Voll geheim. Eine geheime Station. Ey, was? Bist du...
Okay, hier ist eine Müllverbrennung. Halt. Ja, Bilder, bla, die. Hier ist eine Müllverbrennung, cool. Eine begehbare Müllverbrennung, müssen wir rein. So, der Weg hier, der ist noch nicht ausgebaut. Der soll zum Haus gehen. Okay. Und hier, das geht. Moment. Lass mich mal. Nein, ich komm. Na? Ich kann den Knopf nicht drücken. Moment, ich drücke den fucking Knopf. Nicht, weil ich auch nicht rankomme. Oh, nein. Ich soll dich anjubeln. Oh, tut mir leid, der kleine Jay. Der kleine Jay ist gay. Was singe ich gerade? Er hat sich gerade geoutet, habt ihr es gehört, nein. Leute? Doch. Mein Gott, was? Junge! Warum ihn nicht für was outen, was nicht stimmt? Stadtzentrum. Hä? Fuck! Dumm oder so? Sterben wir gerade in der Wand? Oh Gott. Ich nicht. Fuck. Was macht ihr hier für eine Scheiße? Ja, das war ein Problempunkt. Geh da mal weg. Ich fahr voraus. Okay. Stadt. Ja. Wir fahren jetzt gerade zur Stadt, nur mal so. Hier liegt Lapis Lazuli, falls du das willst. Ich kann gar nichts, wenn ich niemanden losfahren kann, weil du echt keine Strecken organisieren kannst. Stadt. Wie Stadt? Welche Stadt denn? Ja, welche Stadt denn? Ja, aber... Junge! Er kotzt mich so an, es... Junge! Komm. Mann! Ja, Sven, mein Kart wieder. Weißt du, da reg ich mich auf. Das hier war ein Fail, den ich nicht mehr... Nee, denn der ist beabsichtigt. Was ist das hier? Das dauert ewig, jetzt bis wir oben sind. Fuck. Ich bin vor dir. Da oben ist schon das Ende. Aber ich will zuerst. Aha. Du musst raten, wo wir sind. Weiß doch nicht. Irgendwo. Irgendwo halt. Oh, Junge. Hä? Ich kann mich nicht rocketen. Was soll die Scheiße? Ja, awesome. Und hier geht's auch hoch. Und oh, das Wasser. Schön. Und wo zum Geier sind wir jetzt hier? Ja, wo sind wir wohl? Ah, nice. Okay. Oh, wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin irgendwo und komme nicht raus. Wo bist du? Jetzt bin ich hier, also. Ah, sehr nice. Cool, okay. Naja. Das war's dann eigentlich schon mit der Blitz Show. Das ist schon wieder viel das zu lange. Das ist ultra geheim, das vergisst du jetzt wieder. Was denn? Ja, diesen Weg. Achso, natürlich vergesse ich ihn. War's das? Mhm. Okay. Hier seht ihr nochmal einen Ausblick auf die Spielfahrräder von beiden. Ich wusste jetzt wirklich nicht. Wirklich schön. Ja. Okay, wir unterbrechen jetzt die Aufnahme und beenden. Das war's mit Let's Show Minecraft Part 1. Zumindest für diesen Server. Ja. Hier ist ein kleiner Brunnen. Heute hast du ciao und der Jay auch. Tschüss. Denke ich mal. Verabschiede dich. Tschüss. Ordentlich. Tschüss. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis die KC wahrscheinlich auf diesem Kanal. Mhm, genau. Auf Wiedersehen. Hören. Dass du mal rendern könntest. Ich könnte mal auch einfach mal die Aufnahme beenden. Das könntest du auch machen.